Hallo, mein Name ist Sebastian Fienes und ich bin dein Personal Trainer. Heute zeige ich dir eine Übung oder drei Übungen besser gesagt zur Verbesserung der Schulterbeweglichkeit. Man nennt es auch PNF für die Schulter. Zur ersten Übung. Du nimmst die Arme seitlich neben den Körper und überkreuzt die in Höhe des Kopfes. Ja, hier wird dein Schultergelenk dreidimensional in alle Richtungen bewegt. Innen rotiert und nach außen rotiert die Arme. Innen rotiert, nach außen rotiert. So, bei der nächsten Übung überkreuzt du die Arme vor dem Körper und gehst dann mit den Armen in ein Y und rotierst die Arme dabei nach außen. Wieder vor dem Körper überkreuzen und nach außen rotieren. Überkreuzen, nach außen rotieren. So, bei der dritten Teilübung winkelst du die Arme am Körper an. Hier behältst du immer einen 90-Grad-Winkel zwischen Unterarm und Oberarm. Dieser wird die ganze Zeit beibehalten. Zuerst die Arme nach außen rotieren, Brust rausstrecken, wieder nach vorne nehmen, nach oben nehmen, nach hinten zusammenführen, nach hinten und nach unten. Außen, vorne, nach oben, nach hinten, einrollen, aufrollen. So sieht das Ganze aus. Wenn du also auch Einschränkungen in der Schulterbeweglichkeit hast, solltest du diese drei Übungen mal ausprobieren und wirst merken, nach einer gewissen Zeit wirst du dein Gelenk wieder im vollen Bewegungsumfang nutzen können. Ich danke dir fürs Zuschauen, probier es doch mal aus. Tschüss und bis zum nächsten Mal.